Dieser Hadith, der Inhalt des Hadith ist eigentlich sehr einleuchtend. Es geht in dem Hadith darum, dass jemand das Dreh- und Angelpunkt der Handlungen nicht die Verwirklichung der Handlung selbst ist, sondern die Absicht ist das A und O der Handlung. Und dass die Absicht die Stellung einer Handlung nehmen kann, wenn man ehrlich war. Deswegen sagt er, man sa'ala Allah ta'ala shahada bi sidq. Wer Allah ta'ala um die Shahada mit Entschlossenheit, Ehrlichkeit, also es ist eine Bitte und ein Verlangen verknüpft an Ehrlichkeit. Er meint das wirklich. Das sind nicht Worte, die er spricht. Das ist nämlich das Gegenteil von dem Sidq. Der Sidq bedeutet, dass das Herz und die Zunge im Einklang stehen. Herz, Zunge und Körperglieder stehen zueinander in Einklang. Das nennt man Sidq. Alles andere ist eben das Ausbleiben, die nicht existieren. Deswegen sagt Allah Ta'ala oft im Koran, kommt dieser Ausdruck, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Sie sagen mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Das ist das Gegenteil vom Sidq. Also was wir hier erfahren aus dem Hadith ist, wer etwas beabsichtigt, dann daran verhindert wird, aus welchen Gründen auch immer, dass ihm durch die Gunst und Gnade Allah Ta'ala der Lohn dieser Handlung dennoch zuteil kommt. Und dazu hatten wir auch ganz am Anfang im ersten Kapitel die einige Hadith gelesen, zum Beispiel der Hadith, der im Kapitel 1 vorkam, Al-Ikhlas. Er sagte, إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إن ناسا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. Es gibt in Medina Leute, wann immer ihr auch Schritte macht oder ein Tal durchquert, haben sie Teilhabe an dem Lohn. Aber sie sind zurückgeblieben. Also sie sind nicht dabei, aber sie sind trotzdem dabei. Sie sind physisch nicht dabei, aber sie sind in der Abrechnung und in der Vergütung dabei. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habasahum al-udhru, ein Umstand hat sie verhindert, mitzukommen. Oder in einer Überlieferung hieß es, habasahum al-marad, die Krankheit hat sie verhindert, teilzunehmen. Also das ist der Hadith hier von Sahal ibn Hunayf, und der ist bei Muslim überliefert, wie An-Nawawi hier angibt. Ist aber auch bei anderen überliefert, unter anderem bei Abu Dawud, An-Nasa'i und Ibn Majah. Übrigens heißt das An-Nasa'i und nicht An-Nisa'i. Manche sprechen das mit einem Kasra aus, also mit einem I-Vokal, Nisa'i, weil sie denken, das kommt von dem Wort Nisa', was Frau heißt oder Frauen. Na.